Gott, komm mir zur Hilfe. Dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sehr herzlich begrüße ich Sie alle, liebe Schwestern und Brüder hier im Dom, zur gemeinsamen Feier der Sonntagsvesper, besonders die Sängerinnen und Sänger, die heute aus Solingen gekommen sind, der Kammerchor Kreuz Fidel und alle auch, die über Rundfunk und Fernsehen mit uns verbunden an dieser Vesper teilnehmen. Preisen wir Gott an diesem Sonntagabend und loben wir ihn für all das, was er uns geschenkt hat. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Ich
will dich rühmen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren. Du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, aus der Schar der Todgeweihten mich zum Leben gerufen. Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wanken. Doch dann hast du dein Gesicht verborgen, da bin ich erschrocken. Sagte, was nützt dir mein Blut, wenn ich begraben bin? Kann der Staub dich preisen, deine Treue verkünden? Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Halleluja. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Halleluja. Preist unseren Gott all seine Knechte. Und alle, die ihn fürchten, kleine und große. Halleluja. Denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Halleluja. Wir wollen uns freuen und jubeln. Und ihm die Ehre erweisen. Halleluja. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohne, und dem Heiligen Geiste. Halleluja. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll.
Domenica, sagen die Italiener, wenn sie vom Sonntag sprechen. Und sie lenken unseren Blick damit auf Christus, den Herrn, den Auferstandenen. Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest für uns. Und deshalb genügt es vielen Menschen nicht, die Heilige Messe allein zu besuchen, sondern sie kommen auch noch einmal ein zweites Mal in das Gotteshaus, um die Vesper zu feiern und einzustimmen in das Lob der Kirche über die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Etwas Selbstverständliches, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, ist das nicht. Ich gestehe, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich sehe. Wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Als er das schrieb, war er noch relativ jung. Bert Brecht. Es findet sich in seinen frühen Gedichten aus den Jahren 1913 bis 1926, aber wir haben leider keine Indizien dafür, dass er seine Überzeugung im Laufe der Jahre gewandelt hätte. Als er, wie jeder von uns, wenn er älter wird, spätestens mit seinem Tod rechnen musste, hinterließ er präzise Dispositionen, nicht nur über den Friedhof, wo er begraben werden wollte, nicht nur über den Ort des Grabes gegenüber dem großen Philosophen Hegel, sondern dass er in einem Zinksarg zu bestatten sei, damit die Würmer ihn nicht fräßen, wie töricht in der Tiefe, wo ein Mensch beerdigt wird, sind gar keine Würmer. Und dass ein Arzt kommen musste und sich vergewissern musste, dass er auch wirklich tot sei. Ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Wir, die wir hier versammelt sind, teilen, so Gott will, diese Ansicht nicht, sondern wir stimmen ein in den Jubel der Kirche über die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der das Schicksal der Menschheit seit der Vertreibung aus dem Paradies gewendet hat und für uns den Tod nicht mehr den letzten Abgrund sein lässt, sondern mors porta vitae, die Tür zum ewigen Leben. Dass uns nicht als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber sitzt, sondern Christus der Auferstandene erwartet und wir dort in der Ewigkeit all denen wieder begegnen dürfen, denen wir im Leben verbunden waren und die wir durch den Tod hindurch so sehr vermissen und all den anderen Menschen vor uns. Domenica, Tag des Herrn, nennen deshalb manche Südländer den Sonntag, finde ein wunderbarer Name, ein wunderbares Glaubensbekenntnis, in aller Kürze das gesagt, was uns Hoffnung gibt. Wir wollen nicht herabschauen auf die Menschen, die diese Hoffnung nicht teilen, weil Hoffnung ist ja etwas, was man noch nicht hat, sondern was man erhofft und im Glauben erwartet. Aber wir dürfen beten, dass das Licht des Glaubens stärker ist als die Zweifel und stärker als die Kälte und Finsternis des Unglaubens. Danke, dass Sie gekommen sind, um mit uns hier den Abschluss des Sonntags zu feiern. Und wenn wir morgen in die Alltagswoche gehen, wollen wir in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserer Überzeugung diesen Glauben mitnehmen. Besonders vielleicht für Menschen,
für die dieses Wochenende, dieser Samstag, dieser Sonntag heute ein ganz trauriger Tag war, weil sie jemanden verloren haben, weil sie mit ihrem Glauben in die Probe genommen werden. Was wird es sein an unserem Ende? Danken wir Gott für Jesus Christus, der uns seine Liebe, die Liebe des Vaters, in seiner Auferstehung gefeiert hat und den die Kirche deshalb durch die Jahrhunderte nicht aufhört, an diesem Tag zu loben und zu preisen.
mit besonderer Inständigkeit wollen wir heute am Abend des Sonntags zu Gott, dem Vater, beten, der durch die Auferstehung seines Sohnes die Welt erneuert hat. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Schenke deiner Kirche die Gaben des Heiligen Geistes. Mach sie inmitten der Welt zu einem Zeichen für das neue Leben. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Bewahre die Menschen und die Völker vor Angst und Verzweiflung. Schenke der Welt Frieden und eine gerechte Ordnung. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Du bist die Zuflucht und die Kraft der Schwachen. Tröste alle, die betrübt sind, lindere die Not derer, die hungern. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Beten wir in der Stille in unseren ganz persönlichen Anliegen, die jeder einzelne von uns in diese Stunde mitgebracht hat oder die uns hier jetzt im Moment bewegen, für die Menschen, denen wir verbunden sind, für die Aufgaben, die jeder von uns hat, für alle, denen wir heute schon begegnet sind und noch begegnen werden. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Herr, schenke uns dein Erbarmen. Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, was kein Auge geschaut, was keines Menschen Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Gib uns und allen Menschen ein Herz, das dich in allem und über alles liebt, damit wir alle den Reichtum deiner Verheißungen erlangen, der all das übersteigt, was wir ersehnen. Durch Christus, unseren Herrn. Nach dem Segen sind Sie alle herzlich eingeladen, uns zu begleiten zum Marienlob an die sogenannte Schmuckmadonna. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis.